Gut. Also, eine Sache können wir machen, auf jeden Fall. Das ist, genau, da will ich hin. Wir können nämlich jetzt diesen Schalter hier, glaube ich, betätigen. So. Muss halt nur richtig schießen können. Easy. Jetzt kommen wir halt darauf. Und wieder zu Tingle, wenn wir wollen. Hi. Was ist das? Sehen Sie nur all die Arken und Kerne, die Sie gesammelt haben? Tingle, die Fee, kann dafür sorgen, dass Ihr Beutel mehr Kerne hält. Darf ich? Ja, bitte. Sehr gut. Dann wird Tingle seine Magie nutzen. Schließen Sie Ihre Augen. Tingle, Tingle, Kulu, Limba. Nun kannst du mehr Kerne im Saatbeutel aufbewahren. Also hat jetzt der Link ein Grüß. Egal. Nachricht. Kommen Sie wieder. Tingle ist allzeit bereit. Tingle, Tingle, Kululimpa. Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehlen Sie sie nicht. Okay, cool. Dann haben wir das einfach mal so gemacht. Warum nicht? Ich nehme den anderen Weg, der geht schneller. Gut, das war's mit einem anderen Weg. Ah, habe ich schon das richtige Item? Ah, da kommen wir runter, okay. Cool, dann haben wir das hier. Dann. Was machen wir als nächstes? Mal Mathe da ein wenig aufhalten. Nichts Interessantes, gell? Ah, da ist mir ein ganzer Kram runtergefallen. Ich werde einfach dein Zeugs mitnehmen. Das hast du davon, eine Martha zu verärgern. Oft du mieser Kleiner, das merke ich mir. Ich glaube, ich kann ein Herzeler droppen. Aber ich weiß nicht, wo und wann. Der Maskenhändler, war der in der Vergangenheit oder war der in der Gegenwart? Naja. Okay, das habe ich nichts Neues. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, der war aber in der Vergangenheit. Wenn mich nicht alles täuscht. So, hat sich da was getan. Es heißt, einige Tiere in der Wildnis mögen Menschen. Useless. Der Turm scheint immer größer zu werden. Oder kommt mir das nur so vor? Das ist schon spannender. Was ist das? Ich kann es kaufen, auf jeden Fall. Seltsame Flöte. Nur 150 Rubine. Okay. Du hältst eine seltsame Flöte. Sie scheint sehr selten zu sein. Okay, jetzt hat er wieder Herze. Sie kommt auf jeden Fall dahin. Was macht die? Dein Lied für Halt. Okay. Eine seltsame Flöte. Gut, wir haben es einmal. Vielleicht. Wir haben einmal die Flöte. Was auch immer ich mit dieser Flöte machen kann. Keine Ahnung. Aber wir haben es einmal. Okay, da kann ich es gar nicht nutzen, die Flöte. Schade. Ein Liedverhalt. Haben wir Ringe? Ich glaube, Ringe haben wir gerade nicht. Hi. Ich habe völlig mein Zeitgefühl verloren. Warum nur? Keine Ahnung. Warum schaust du traurig aus? Hä? Der schwarze Turm in der Vergangenheit steht kurz vor seiner Vollendung. Furchtbares wird geschehen, wenn du dich nicht beeilst. Ich vernehme den Widerhall einer Essenz nahe des Berggipfels im Nordwesten von Lünerstadt. Kannst du dort nachsehen? Sicher. Ich gehe mal kurz in dich hinein. Hi. Willkommen, Tom. Ich bin die... Ja, okay. Darf ich dir mal meine Flöte zeigen? Das klingt irgendwie falsch. Okay. Hat sich da oben was getan?
Irgendein Busch jetzt wieder offen. Der mal nicht. Der ist jetzt offen. Wieder nur sowas. Ich muss jetzt überall die Flöte probieren. Aber da ist komisch, da kommt keine Meldung. Muss man da vielleicht, warte mal. Boah, 50 Kerne, cool. Okay. Ich habe noch so viele Fragen in dem Spiel. Das ist... Okay. Da war ja richtige Fee, aber die heilt mir nur, ne? Haben wir es einmal genutzt. So, und da unten, ich glaube, das war wieder nur so sowas, ja genau. Also man findet da Kerne, aber... Keine Ahnung. Okay. Naja, vielleicht finden wir das auch noch heraus. Gut. Dann verlassen wir Makrobaum wieder. So, ja, dann müssen wir uns eh wieder ein bisschen umsehen. Wie geht's denn dem Floß da? Na du? Mein Sohn, geht es besser? Ich habe Zeit, noch mehr zu erzählen. Ein Reisender sagte mir einst, die Zeit, die es braucht, bis ein Gashokern zu einem Baum wird, sehr abhängig vom besiegten Monster, ob das wahr ist. Okay, der hat nichts Neues zu sagen. Flo, geht es schon besser. Vielen, vielen Dank. Was? Aber war eine teure Angelegenheit. So. Mhm. Du bist der Bürgermeister. Mein Name ist Blem, ich bin der Bürgermeister. Ja, du hast eh nichts Neues zu sagen. Wenn man zu dieser Küste hinkommt, das weiß ich auch noch nicht. Da fehlt uns wahrscheinlich noch ein Item. Ich muss hier übrigens überall einmal ein bisschen mit meiner Flöte rumspielen. Okay. Da vielleicht, bei der Nixe. Dein Lied verhallt. Ist auch komisch, dass ab und zu diese Meldung kommt, ab und zu nicht. So, das haben wir eh wieder in der Wildnis. Ich glaube, wenn wir dort drauf gehen, kommen wir zum Baum. Jawohl. Nehmen wir mit. Haben wir jetzt eh genug Kerne, aber trotzdem. Gut. Wir können eh schwimmen. Mhm. Gut, dann... Ups, das sollte ich jetzt nicht. Ein Lied verhallt. Kurz da runter schauen. Was hat es denn da nochmal gegeben? Da kann man immer noch nicht schwimmen, ne? Nö. Da kommen wir zwar rüber, aber... Keine Ahnung, was sich das bringt. Da können wir nichts machen. Und da, wo geht's dahin? Zum Wasser, wo wir nicht rein können. Alles klar. Dann wieder darauf. So. Du was Neues zu sagen? Neulich habe ich gleich zweimal Frühstück gemacht. Ganz aus Versehen. Okay. So, das war sie. Ich bin mein Mann, der Beste, und mein Hund niedlicher aus, also als der hier, noch niedlicher, sehr schüchtern. Hast du eine Idee, wie man sein Gesicht verbergen kann? Ja, mit einer Maske, die man sicher dann bekommt, sobald ich dem Maskenhändler das Essen gegeben habe. Das heißt, wir müssen zu der dann bald wieder zurück. So. Ein Lied, irgendwas. Es ist aus mit uns, auf Wiedersehen. Was? Ich will doch nur, dass die Leute lachen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das Leben eines Komikers ist kein Spaß. Mhm. Was geschieht noch? Vielleicht kann ich da was machen.
Auch nicht, okay. Was werden wir dann von der Madame bekommen? Vielleicht irgendwie ein Hund? Von ihm werden wir wahrscheinlich irgendwas bekommen, was man dann für den komischen, einsamen Typen in dem dunklen Haus braucht. Würde man vermuten. Oder umgekehrt, wir bekommen von dem Typen was für den anderen Typen. Das ist nur die Vögel. So, und da geht's. Sieht man das beim Turm eigentlich, dass sich hier was tut? Da haben wir nicht, okay. Aber da könnten wir auch nochmal in der Vergangenheit hinschauen. Weil da hieß es ja auch, dass es immer größer, dass er immer größer wird. So, dann schauen wir kurz nochmal rauf. Rauf. So, das war der Troy. Ganz unter uns, du ahnst nicht, was ich gesehen habe. Ich sah ein Tier namens Dimitri, das hier hervorragend schwimmen kann. Habe ich schon getroffen. Er kann sogar Wasserfälle und starke Ströme ganz unbeschwert überwinden. Mhm. Und der ist dann wieder abboscht. Hey, du bist neu. Kommt das Windows vor oder wird der Turm tatsächlich größer? Ja. Das ist die Vergangenheit, mein Freund. Wenn ihr die nicht... wenn ihr die Vera nicht aufhaltet, dann wird der Turm fertig gebaut. Und dann passiert irgendwas Schreckliches, aber ich weiß noch nicht was. So. Genau, und ich glaube, dass hier es dann nachher weitergeht. Weil da gab es ja diesen Schalter mit der Brücke. Zur Symmetrie-Stadt. Genau. Oder hier war der Maskenhändler. Oh. Hallo. Bin so hungrig. Mein Magen hängt in den Knickeln. Ja. Ah, ich habe Hunger. Verzeihung, ich dachte nur, du könntest helfen. Ah, ich habe Hunger. Gibst du ihm den Knusperbraten? Ja. Bah, Fleisch. Her damit. Besser als nicht. Nom, nom, nom. Na, so mein Rülps nicht funktioniert. Was starrst du mich so an? Ach, du möchtest etwas dafür. Wow, was für gieriger Bengel. Du gehst nicht, bevor du etwas dafür bekommst. Na gut, du kannst die hier haben. Boah, Fleisch. Das ist eine Hundemaske, ja. Sie steht bei den Hundeliebhabern hoch im Kurs. Ah, ich bin pappsatt. Danke. Oh, ich hätte doch Danke sagen können. Gut. In den Dekowald werde ich übrigens nicht nochmal hinschauen. Ich schätze mal nicht, dass ich da was getan hatte. Dann gehen wir gleich zur Hundedame und machen wir das gleich. Welcher Hund? Der oder... Ich bin Mamu... Ich lese das nochmal vor. Ich bin Mamu Yan, die beste Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus als der hier. Doch noch niedlicher. Leider ist er sehr, sehr schüchtern. Ah, eine Hundemaske. Die würde ihm perfekt passen. Bitte, lass mir diese Hundemaske. Gibst du dir die Hundemaske? Klar. Brav, braver Junge, du sollst das Spielzeug meines Hundes haben. Du hältst eine Hantel. Es ist leider nur die eine. Stimmt etwas nicht? Ich habe erstmal nur mit einer begonnen. Warum gibt man einen Hund eine Hantel? Okay, warte mal, wer braucht das, der Hantel? Nur, dass die Leute... Leben, jetzt kommt mir das kein Spaß. Boah. Also wer jetzt nur handeln möchte, keine Ahnung. Aber gut so. Dann würde ich sagen, soll ich nur kurz zur Impa schauen, ob sich bei ihr was getan hat. Da könnte man noch kurz hinschauen. Ah, und ich wollte eigentlich noch ganz kurz schauen, ob es noch Ringe gibt, die wir, ja, noch schätzen lassen können. Oh, alle Ringe, alles klar. Dann bin ich schon wieder weg. So, es hat doch dort... Na, da war kein Zeitportal, aber ich glaube, da oben war ein Zeitportal. Achso, ich wollte ja noch zu Impas Haus. Aber ich glaube, man kommt da auch runter, oder? Yes. Nein.
Möchtet ihr... Entschuldigung, meine Flöte? Ein Lied verhallt. Okay, schade. Das hätte hier gut gepasst. So, anders im Store-Zeitportal ist auch sehr praktisch. Hi, Impa. Perle, die, das hat nichts Neues. Okay. Gut. Und da oben... Da ist ja der Gipfel dann, glaube ich. Achso, aber der Nordwesten hat es gesagt. Das müsste ja dann da irgendwo sein. Wir werden es herausfinden. So. Ich könnte auch probieren. Erschaffen wir mal das Zeitportal. Jawohl. Was passiert, wenn ich jetzt die Flöte spiele? Ändert sich das Portal vielleicht? Nein, Liefer, halt. Es ändert sich gar nicht. Okay. Gar nichts. So. Na gut, dann schauen wir uns nochmal in der Vergangenheit um. Lünerdorf. So. Wo ist das Kugelglams? Lünerdorf, okay. Aber da war, glaube ich, eh nichts, beziehungsweise da haben wir eh nichts machen können. Ja, genau, das war ja das Komische da. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir nur so einen Ort Greifhaken finden. Damit kommen wir vielleicht auch zu den komischen Truhen, also zu den Truhen, die so unerreichbar erscheinen, wie im Dorf des Bürgermeisters zum Beispiel. Naja, ihr sagt sie was Neues. Okay, aber schneller, ja, du wirst dich fangen, das ganze Dorf ist Turm, bla 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 bla. Kinder sind fröhlich, Kinder sind blöd, okay. Sie sehen glücklich Familie aus, sie wäre doch gern dabei. Muss man mal mit ihnen reden, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wer die Hantel haben mich hat. Aber schauen wir mal. So. Nehmen wir es mir einfach aus Prinzip. Da war eh nichts. So, sind wir schon im Dorf. Außerdem. Alle Männer wurden zum Turm fahren. Nur die alten Leute sind doch hier. Ja. Du kannst mich. So. Deswegen sind alle Bewohner so schläfrig. Der Beginn Turmbau, überall Schutt herum, man gelangt. Ja, folgt auch nichts Neues. Glaube ich. Marco Spross ist schon da, schon betrügt das. Der schwarze Turm wird immer größer. Ich hege eine schlimme Befürchtung. Okay. So, dann. Was haben wir hier? Wenige nennen ihn immer noch Amis Turm. Mittlerweile spricht jeder von Schwarzen Turm. Mhm. Ah, war das das Haus von Postboten? Was auch immer. Probier's wieder mal mit der Flöte. Nahe des Tores zum Makoban befindet sich ein komisches Muster. Ja, es ist der Zeitportal. Das kennst du nicht. So, da waren wir eh schon. Schauen wir jetzt da runter. Siehst du, den können wir besuchen mal. Und ihm mal beichten, dass das Floß kaputt ist. Vielleicht bekommen wir auch ein neues, wer weiß. Weil wir müssten uns ja auch noch in der Vergangenheit uns noch ein bisschen umsehen im Meer. Weil wie gesagt, das ist wirklich ein Floß da. Hey, was macht die Seefahrt? Ich überlege, an einer Floßregatta teilzunehmen. Aber ich finde kein ordentliches Ruder für das Rennen. Der braucht jetzt ein Ruder, okay. Ich habe nur ein Hantel. Wir fahren mit dem Schiff gleich. Also mit dem Boot oder Floß. Oder Brett. Oder was auch immer das ist. Was brauche ich? Du erlässt deine Gage schon so nach. Hey, da ist ein Ring drin. Es ist ein Ring drin. Okay. So. Einmal darüber. So. Und darauf. Hat bei den Tokkes irgendwer eine Hantel gebraucht? Wüsste ich jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt. So. Du bist der Dorfälteste. Bestbus ist ein Nairo. Für mich ist ein Monstrum. Ja,